Leid mir eure Kraft, oh Freunde. Der liederliche Drache soll diese Welt nicht noch einmal ins Unheil stürzen. Ja, warum den Bandstein ist erloschen? Die Erneuerung des Siegels ist geglückt. Geglückt, sagst du? Feindenkräfte haben nicht gereicht. Wie ist das möglich? Genbu! Sieht der aus wie ein Pferd? Ohne Genbu ist alles verloren. Flieh, Freunde, wenigstens dazu wollen wir euch Zeit verschaffen. Ich lasse euch niemals im Stich. Nein, Murasaki, nicht einmal du bist ihm gewachsen. Zeitet das sich, ja? Tänzen. Du elender Wurm, wie kannst du es wagen? War der ein Tod nicht genug? Tänzen, wie kann das sein? Das ist unsere Chance. Lasst uns das Siegel erneuern. Ohne Genbu? Unmöglich. Jetzt kommt dein Auftritt, Soroban. Los! Soroban, bleib weg da, das ist gefährlich. Ich weiß, aber ich kann nicht tatenlos dabei zusehen, wie dieses Ungeheuer meine Freunde vernichtet. Vor. Jetzt, wo führt das Beschwörungsritual, mit dem er neulich die Schildkrötenseele in seinen Körper rief? Er wird doch nicht etwa
Doch, das muss es sein. Der Regent muss Seele in sich aufnehmen. Nur dessen Aura ist viel zu stark. Von Soroban würde nichts übrig bleiben. Ist das so? Okay, aber etwas anderes bleibt mir nicht übrig. Ich glaube, es war mir von Anfang an bestimmt. Lebt wohl, meine Freunde. Es war mir eine große Ehre. Soroban! Soroban, du gütige Seele, dein Opfer soll nicht umsonst sein. Kehr zurück in dein Verlies, du Ausgeburt von Leid und Schmerz. Dies ist ein großer Tag für die Rubinsee. Das Bannsiegel ist erneuert. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Habt vielen Dank. Ja, aber so warm. Er hat sich für die Rubinsee geopfert. Die Welt hat einen wahren Helden verloren. So ein Unsinn. Soroban lebt doch noch. Wo denn? In unserem Herzen? Diesen tröstenden Quatsch kannst du dir sparen. Der bringt ihn auch nicht zurück. Glaubst mir nicht? Dann schau mal her. Nanu, ich dachte, ich wäre tot. Ist das möglich? Wenn die rufende Seele stärker als die des Wirtes ist, löst letztere sich doch normalerweise auf. Ganz recht. Und das kann im Umkehrschluss nur eins bedeuten. Sorobans Seele ist stärker als meine. Durch sein hartes Training und die Schatulle der erritterten Zeit hat sich seine Zauberkraft gegen meine erhoben. Nicht seine, sondern meine Seele wird sich auflösen, sobald der Zauber verfliegt. Ein Ende ist abzusehen. Vom Regen in die Traufe, also, das ist wirklich nicht fair. Sei nicht traurig, Zwecke. Eigentlich war ich sicher schließlich schon tot. Die Zeit, die mir geschenkt wurde, will ich nun dazu nutzen, Soroban zu meinem Nachfolger auszubilden. Ich soll denn Nachfolger werden? Wieso nicht? Ein Tierheiligen zeichnet aus,
dass er gewillt und auch dazu imstande ist, die östlichen Gefilde zu schützen. Und du hast bewiesen, dass du beides kannst. Ich habe keine Einwände. Was meinst du, Miyako? Sorobans Selbstlosigkeit sucht ihresgleichen. Er ist wahrlich ein Held und es wäre eine Ehre, ihn in unseren Reihen zu wissen. So viel Lob, da kann ich wohl kaum noch ablehnen. Also gut, ich werde mein Bestes geben. Der Gute halte Soroban immer für eine Überraschung gut, was? Das Schicksal dieses Kojin ist wirklich so unberechenbar wie die Strömung der Rubinsee. Eines steht jedoch fest. Koryu ist gebannt und der Bund der hat somit seine Aufgabe erfüllt. Ihr sollt nun eure Belohnung halten. Guter Punkt, ich dachte schon, du hättest es vergessen. Aber nicht doch. Ich werde mich sofort darum kümmern. Redet doch in der Zwischenzeit mit den anderen Tierheiligen. Sie wollen sich bei euch bedanken. Ich krieg doch noch eine Wand von mir. Jetzt, wo unsere Aramitama besänftigt sind und Koryu keine Gefahr mehr darstellt, werden wir das tun, was wir seit jeher getan haben: über diese Region und ihre Bewohner wachen. Und wenn nach vielen, vielen Jahrtausenden das Siegel abermals brechen und Koryu sich erneut aus seinem Gefängnis befreien sollte, werden wir ihm ein weiteres Mal Einheit geben. Mit Soroban an unserer Seite. Doch jetzt sollten wir uns erst einmal an unseren wiedergewonnenen Frieden erfreuen. Ein Frieden, den wir alle gemeinsam erkämpft haben. Soroban, Tenzin, die Tierheiligen und du. Der Mut, den du bei deinem Kampf für die Rubinsee bewiesen hast, wird in Legenden fortleben. Da bin ich mir sicher. So wie man sich auch heute noch Geschichten von Tenzins Heldentaten erzählt, werden die Leute dich in Liedern und Gedichten preisen. Doch entschuldige, ich rede schon wieder viel zu viel. Egal wie lange ich auch lebe, an eines werde ich mich nie gewöhnen, das Abschied nehmen. Ich habe dich wohl in mein Herz geschlossen, Wasser. Also wisse, du bist uns hier stets ein gern gesehener Gast. Komm uns besuchen, wann immer dir der Sinn daran steht. Ich hätte wirklich gern gehabt, dass man hier so einen Eriten hingebaut hätte. Mach dir um Soroban keine Sorgen. Wir werden ihm dabei helfen, die schwere Bürde, die Gendo ihm aufgetragen hat, zu schultern. Das war alles so unwirklich, meinst du nicht auch? Dass ich Tenzin noch einmal mit eigenen Augen sehen würde, hätte ich mir nie erträumt. Wie gerne hätte ich ihm mitgeteilt, dass ich gelernt habe, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Dass ich meine Ähnlichkeit zum Feuervogel nicht länger verfluche, das hätte ihn sicher gefreut. Er hat es mit Sicherheit gespürt. Meinst du? Hoffentlich hast du recht, Tenzin war ein aufrichtiger Mann. Aber manchmal kommt er ein wenig, begriffsschutzig sein. Wie auch immer, bin sehr froh, dich getroffen zu haben. Denn du hast die Freude zurück in mein Leben gebracht. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Mosse. Und es wäre mir eine große Freude, wenn du uns von nun an öfter besuchen kommst. Hast du dich auch gefragt, wieso Tenzin so urplötzlich in unseren Kampf eingreifen konnte? Ich habe seit jenem Moment an nichts anderes mehr gedacht. Ich glaube, er hat seine Seele in den Bandstein transferiert, als er bei dem Sieg über Koryu zu Boden ging, um an jenem Tag zur Stelle zu sein, an dem Koryu sich aus seinem Gefängnis befreien würde. Doch warum? Allein seine Seele kann den Drachen nicht bannen. Das muss er auch gewusst haben. Alles, was er sich erhoffen konnte, war, seine Energie auf jemanden zu übertragen. Über dieselben Kräfte verfügte er. Er hat scheinbar geahnt, dass wir kommen. Er hat die Kraft des Transzendierens bestimmt und wusste es schon.
Vermutlich hat er fest darauf vertraut, dass wir einst eine Heldin wie dich finden würden. Schon 1000 Jahre bevor es geschah, was für ein Teufelskerl. Ich bin noch weit davon entfernt, ihm gewachsen zu sein, doch eines Tages werde ich Tänzen übertreffen, sobald ich hier stehe. Das habe ich ihm schließlich geschworen. Aber erst einmal gilt es, dich zu übertreffen. Das ohne irgendwelche Aramitama-Tricks natürlich. Keine Sorge, versprich ihr also eins, stirb mir bloß nicht weg, bevor ich soweit bin. Klar, die Regenwunsch ist dann so ein richtig fetter Kampf, den ich nicht gewinnen kann. So, dann heißt es wohl Abschied zu nehmen. So, liebes Zettler, wir haben alles zusammengepasst. Was die Schreinkasse hergab, hier ist also eure Belohnung. Tut mir leid, dass sie so mickrig ausgefallen ist. Hört sich nicht gerade mickrig an. Uff. So viel? Da bleibt ja noch ein riesiger Haufen übrig. Selbst nachdem ich das Loch gestopft habe, das Alfinots verschwenderische Exzesse in unsere Kasse gerissen haben. Hohoho. Nehmt es nur. Ihr habt es euch redlich verspielt. Vielen Dank, aber wie soll ich das alles tragen? Gut, heil. Wir können euch helfen. Wo sollen die Kisten denn hin? Zum Ostteil der Naht Handelshaus in Kugane. Vielen Dank, das wäre wirklich sehr nett. Genau, wir kümmern uns drum. Ich fürchte, die Zeit des Abschieds ist nun gekommen. Bist du dir sicher, dass du nicht nach Thermanisi zurückkehren möchtest, Soroban? Das würde ich gern, doch die Rubinseen braucht mich. In der Tat, deine Ausbildung zu meinem Nachfolger wird lang und beschwerlich sein. Vermutlich wirst du die nächste Zeit nicht einmal diesen Schrein verlassen können. Aber tröste dich, das sind ja nur 500 Jahre. Dann bist du mich wieder los. Wow, ihr habt ihn gehört. Könntet ihr im Wunschschild bitte ausrichten, dass es noch etwas dauern wird? Sag mal, stimmt das wirklich, Gengu? Noch 500 Jahre? Ich dachte, die Beschwörung deiner Seele würde höchstens ein paar Monate halten. Was soll das heißen? Ich bin etwa als Gast nicht erwünscht? Was bildest du dir ein, du ungehobelte Schildkröte? Wenn hier einer eine Schildkröte ist, dann ja wohl du. Wenn man von der Sache mit Gengu nichts wüsste, würde man denken, dass bei Soroban ein paar Schrauben locker sind. Diese Gesten. Wow. Naja, soll nichts, weiß ich mal schreiben. Ich muss jetzt heim. Schätze zählen. Vielen Dank für uns, ihr beiden. Wir werden euch nie vergessen. Aufnacht, Hammermies. Da seid ihr ja wieder. Bringt die Kunde von Soroban? Also Soroban soll zu einem Tierheiligen werden?
Das geht mir jetzt alles etwas zu schnell, bist du dir sicher? Ja, du hättest wohl keinen Grund, mich anzuflunkern. Verrückt. Erst verlor der arme Kerl die Sinne, dann war er auf einmal eine riesige Schildkröte. Immer schien es, als würde das Schicksal sich einen Spaß mit ihm erlauben. Doch die Beschwörung von Gemmes Seele war sein eigener Entschluss. Und die Tierheiligen haben ihn als einen der ihren akzeptiert. Das freut mich. Obwohl ich natürlich traurig bin, einen guten Kameraden zu verlieren. Jedenfalls werden wir beten, dass ihm die Sache gelingt. Euch möchte ich danken, dass ihr Soroban die ganze Zeit beigestanden habt. Aber nicht doch. Wir haben zu danken. Dank Soroban haben wir schließlich die Kästen des Bundes wieder aufgefüllt. Ist das so? Nun, wenn er euch helfen konnte, bin ich froh. Sicher wird seine Ausbildung hart. Vielleicht könnt ihr ihn ja zwischendurch einmal besuchen, um ihn etwas aufzumuntern. Ehrensache! Was für eine wundersame Geschichte, nicht wahr? Ein Schrein, der von Tieren bewohnt wird und die unsere Sprache sprechen. Das glaubt uns sicher keiner. Wenn ich den Kastensturz gemacht habe, werde ich bestimmt mal wieder vorbeischauen. Vielleicht gehen wir einfach zusammen hin. Was meinst du? Vielleicht in irgendeinem Add-on wieder. Ja, die Storyline hätten wir dann auch endlich durch.